Komponist Anton Bruckner war nicht nur leidenschaftlicher Musiker, sondern ging gerne wandern. In der Natur holte er sich Inspiration für seine Werke. Ihm zu Ehren gibt es den Anton Bruckner Symphoniewanderweg. Von seiner Geburtsstadt Ansfelden nach St. Florian. Knappe 9 Kilometer ist er lang, mit 11 Erlebnisstationen. Von der Wiege hier in Ansfelden, von der Station 1 bis zur Bar in St. Florian, ist das ganze Leben und alle Symphonien von Anton Bruckner natürlich dementsprechend vertreten. Wir haben aber auch ein paar Kunstprojekte gemeinsam, in dem Fall mit der Firma Liebes, gemacht. Es ist ein Trafohaus, vollkommen im Bruckner-Stil gestaltet worden. Wenn man nach St. Florian kommt, auf den Ölberg hinaufgeht und dann schon in Richtung Stift kommt, dann ist dort eine Station, wo man davon ausgeht, dass er eine Symphonie geschrieben hat, die goldene, die gelbe Symphonie. Und wenn man dort die Felder sieht, der Stift im Hintergrund, im Sommer dann speziell, ich glaube, dann wird einem klar, dass er dort mit Sicherheit Inspirationen gehabt hat für diese Musik. Den Weg gibt es schon über 20 Jahre. Anlässlich des 200. Geburtstags des Komponisten wurde er modernisiert. Es war eine Gemeinschaftsfinanzierung und es war auch ein tolles Projekt, wo man wirklich schön zeigen hat können, wie gut über Gemeindegrenzen hinweg auch kooperiert werden kann. Ich bin mir sicher, dass auch die Leute, die diesen Wanderweg gehen, sich auch Inspiration holen und dadurch auch neugierig werden, auch vielleicht Veranstaltungen zu besuchen im Bezirk Linzland speziell. Mit der App Hubbles wird Bruckner für die Wanderer hörbar. Es ist so, dass man diesen Weg auf sehr unterschiedliche Arten gehen und begreifen kann. Es gibt einerseits die Möglichkeit, das einfach analog zu tun. Das heißt, man marschiert den Weg, genießt die Landschaft und liest vielleicht die Stationstafeln oder nimmt eine der Mitmachaktionen mit, die es an den Stationen gibt. Oder man benutzt eben diese Kulturentdeckungs-App. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, Anton Bruckner selbst auf dem Weg zu folgen. Er erzählt was über seine Symphonien. Eine zweite Möglichkeit wäre, Ignaz Bruckner zu folgen. Das war der kleine Bruder vom Anton, der hat sozusagen die Aufgabe, das Leben Anton Bruckners uns näher zu bringen. Ausgangspunkt ist das Anton Bruckner Museum. Im Stift St. Florian endet er. Bruckner war dort Sängerknabe. Bei den Besuchen zu seinen Eltern hat er diesen Weg benutzt. Heute können Wanderer dem berühmten Sohn Ansfeldens hier seine letzte Ehre erweisen.